Und da sind wir auch schon wieder bei Fire Emblem Awakening. Und ja, im letzten Part konnten wir den kleinen Lin Fan rekrutieren, den Sohn von der Flechi. Ob er der Sohn von Chrome ist, kann man ja nicht wissen, da er ja anscheinend aus einem anderen Paralleluniversum kommt. Und wer weiß, ob dort Flechi überhaupt ja den Bund der Ehe mit dem guten Chrome eingegangen ist. Und vielleicht ist es ja das Kind von irgendwem ganz anders. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Gut, wir wollen hier aber auf jeden Fall weitermachen. Die letzten Gegner wollen wir noch vernichten und, oh, so viele Treppen wie hier sind, da kommen doch bestimmt gleich ganz viele Gegner noch auf uns zu. Während sie aus ihren Löchern kriechen, wie die kleinen Ratten. Yay, ekelhaft. Zack, so, hier stellen wir aber erstmal den Wake drauf, da wir die Treppe auf jeden Fall blockieren wollen. Warten hier und dann wollen wir hier mal so langsam, aber sicher einen kleinen Knubbel bilden. Yay, Knubbel, Knubbel. Und auch die gute Selcha, ja, die kann sich eigentlich schon mal nach hier oben stellen. Und dann wollen wir einfach mal die Runde beenden, den Gegner agieren lassen. Was hat er denn vor? Er öffnet die Truhe und, ja, klaut uns unseren kleinen Schatz eine Stärkung. Und dann sind wir auch schon wieder dran. Wunderbar. Dann würde ich mal grob behaupten, wollen wir den Chrome hier ins offene Kreuzfeuer stellen. Die Gegner damit ein klein wenig anlocken. Aber da wir nichts dem Zufall überlassen wollen, werden wir ihn vorher noch heilen. Wer weiß, wie viel Schaden er denn so bekommen wird. Flutsch. Aber erstmal sollen die kleinen Stinker ja alle angelaufen kommen. Yay! Und dann ja, ordentlich in die Falle tappen. Von Level 5 auf Level 6. Die KP und das Glück wurden um 1 erhöht. Naja, nicht gerade das Beste. Wurde aber auch Zeit, dass ich vorankomme. Ja, wirklich vorankommen war das ja jetzt nicht. Aber egal. Wir kommen hier auf jeden Fall voran, indem wir dort oben das ganze Feld noch aufräumen werden. Ganz viele Gegner und Flechi wagt sich über das glatte Eis einen Schritt weiter nach vorn. Und dann wird sie hier die rechte Flanke aufräumen. Und ja, sie wird zwar den einen oder anderen Erfahrungspunkt dadurch abstauben, aber ist mir egal. Hier sind genug Gegner für alle da. Für alle, alle. So, Palen kann jetzt auch mal ein wenig weiter nach vorne kommen. Flutsch! Wartet hier und wird dann gleich in der nächsten Runde von Sumia geheilt. Moment, wer kommt denn da alles dran? Oh, hier ist ein Weiser. Oh, kommt. Wow, der kommt da auch dran. Ist natürlich nicht ganz so schön. Aber da wollen wir mit den nächsten Einheiten ja auch ein klein wenig schon mal nachrücken. Zack. Und dann hoffen wir mal, dass der Chrome den einen oder anderen Gegner erledigen wird. Auch die Pallen sollten wir vielleicht... Moment. Ah, die gute Selcha. Ja, die stellen wir einfach mal hier hin. Zack. Kann hier nicht erreicht werden. Oh, und da kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Noch mehr Gegner für uns. Oder besser gesagt, für die eiskalte Killerin. Yay, zack! Und der Chrome metzelt den Gegner nieder und auch die kleine Lissa hilft ein wenig mit. Und hat sogar Schadenspunkte gemacht, immerhin. Für eine Heilerin nicht schlecht. Hier versucht sich jemand an der eiskalten Killerin, doch wir kennen das Ergebnis ja. Keine Chance für den Gegner. Und noch mehr. Oh, da kommt noch einer. Der Weise. 17 Schadenspunkte, das wäre viel gewesen, doch Chrome weicht elegant, wie er ist, diese Attacke aus. Und da reihen sich die Gegner alle auf, in Reihe und Glied. Oh, und da kommen noch mehr. Ganz viele kleine... Oh, alter Falter, guckt euch hier mal die ganze Reihe an, der kleine Zug hier. Alter Falter. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Oh. Das sind mir natürlich ein bisschen viele Gegner gerade, aktuell. Habe ich doch Respekt vor. Oh, hier ist einer mit Elfenwind. Oh, vor dem habe ich Angst. Könnten wir den denn... Oh, nee, aber dann gehen alle auf Selcha drauf. Sie würde schaffen, würde aber selber auch ziemlich viel Schadenspunkte ja, erhalten. Und dann steht hier noch ganz viel anderer Mist mit drumherum. Und ganz ehrlich... Das muss ich nicht haben. Wir stellen uns hier erstmal wieder ein Feld weiter nach vorne und metzeln den kleinen Gegner. Denn wir wollen ja schon mal ein klein wenig näher zum Boss kommen. Denn wer ist denn so bekloppt und kämpft gegen den ganzen Haufen dort links oben? Also das ist ja selbst... Was? Er lebt noch? Hä? Ist ein Fehler.
definitiv ein Fehler. Kann doch nicht sein, dass hier jemand eine Attacke von der eiskalten Killerin standhält, aber... Falls ja, Respekt. Gar nicht mal so schlecht, Herr Specht. Was machen wir hier mit diesem ekelhaften Knubbel? Das sieht so ekelhaft aus. Nein. Rückzug? Fragezeichen? Alter Falter. Sumia, wie sieht das denn bei dir hier aus? 13 Schadenspunkte von ihm, 6 Schadenspunkte von ihm. Der Weise dürfte doch hier eigentlich nicht hinkommen, ne? Weil man darf, glaube ich, nur über Eis laufen, wenn man direkt davor steht. Oder wie ist das jetzt? Nee. Okay, dann müssen wir Sumia... Nee, Momentchen mal. Momentchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, okay, wenn wir Sumia hier hinstellen... Könnte der Weise auf jeden Fall nicht drankommen. Beziehungsweise der kann irgendwie. Warum kann der nicht über das Eis laufen, aber alle anderen? Komisch, komisch. Aber natürlich gut für uns, weil wenn wir Sumia dann hier in diese Ecke stellen und warten, können wir schon mal die fliegenden Reiter hier anlocken, während der Rest natürlich hier auch mit Magie nicht drankommt. Wunderbar. Und mit dem Rest hauen wir einfach ab. Yay, Kackendreis, da laufen wir hier ganz schnell einmal weg. Zack. So, weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf, dass jetzt so viele hier angeschissen kommen und irgendwie Stinkerei machen hier. Einfach so. Nee, nee, nee. Das brauchen wir nicht. Und die gute Selcha könnte natürlich... Momentchen mal, wie weit kommt jetzt der Magier? Der kommt überall bis nach da. Dann können wir Selcha noch hier hinstellen und ja, auch anderen... die Möglichkeit geben, sie anzugreifen, damit Sumia da nicht ganz alleine ist. Warten wir hier geschwind. Ja, Palen wartet immer noch auf die Heilung. Könnten wir ihr auch, ja, in gegebener Zeit oder in abgesehener Zeit auch mal spendieren. Aber erstmal den Zug beenden und nein, da kommen noch mehr Gegner. So viele. Und ja, Flächi staubt wieder ein paar Erfahrungspunkte ab, aber man sieht ja, es kommen immer mehr Gegner. Es sind genug für alle da. Da brauchen wir uns nicht streiten. So, hier wird unser Erzlord angegriffen und der Stinker, die ganze Zeit aus der Entfernung, feige wie er ist. Wow, Lissa hat ihren großen Bruder beschützt, wunderbar. Hier wird wieder die eiskalte Killerin angegriffen. Doch diesmal vernichtet sie ihn. Hatte wohl beim letzten Mal ein klein wenig, ja, Mitleid mit dem Gegner und hat nicht ganz so stark angegriffen. Hier ist schon wieder der Nächste. Und auch er überlebt die Attacke. Heftig. Doch sie wirkt Ignus. Das lässt sie sich nicht gefallen, dass man so über sie spricht. Und sie gibt sich keine Blöße und erledigt den Gegner diesmal. Sofort. Und ein Level Up für sie. Von Level 16 auf Level 17. Die KP, die Stärke, die Magie, die Fähigkeit und die Geschwindigkeit wurden um 1 erhöht. Das nenne ich Fortschritt. Ja, doch, schön akzeptabel. Hier wird Selcha angegriffen. Weiß sich zu wehren. Aber besiegt den Gegner nicht komplett. Aber dennoch, ja, Lushina greift mit an und der Gegner ist doch am Ende. Ende im Gelände hier für dich, mein kleiner Freund. Und die Selcha erreicht Level 2. Die KP des Glück und die Verteidigung wurden um 1 erhöht. Und alles an nur einem Tag. Ja, und stell dir vor, was du alles noch die nächsten Tage schaffen könntest. Auch er versucht sich an der Selcha, keiner hat sich an die Sumia rangetraut, doch sie wird wütend und mit einem kritischen Treffer holt sie den Drachen einfach vom Himmel. Schön. Selcha hat Waffenlevel B erreicht, warum nicht? Yay! Hier fliegt ein kleiner Vivan-Ritter auf die eiskalte Killerin zu, doch weiß er, worauf er sich einlässt? Wahrscheinlich nicht, denn der Schein trügt bei ihr. Ein schwaches Äußeres, doch... Im Inneren ist sie ein zerstörerisches Monster. Oh, für Selcha wird's langsam eng. Und Lushina unterstützt mittels kritischen Treffer. Zack, ein gutes Team, die beiden. Und beide bekommen Erfahrungspunkte, sind kurz vor einem Level Up. Uiuiui, damit haben wir die Gegner hier auf jeden Fall dezimiert schon mal. Das ist doch wunderbar, da würde ich auch... behaupten, dass wir uns jetzt um den Weisen kümmern und der Rest sollte dann kein Problem mehr darstellen.
weil ja, wir jetzt auch hier mit Selja und Sumia ziemlich leicht um die Ecke kommen können, beziehungsweise mit der Lushina, weil wir dann ja ganz gewieft, wie wir sind, einfach die Selja schützen. Wir schauen einmal, würden hier 23 mal 2, das sind, wenn ich mich nicht irre, 46 Schadenspunkte machen, würden 17 eventuellerweise noch erhalten. 50%, fast 60 trifft er. Dann hätten wir den schon mal erledigt, könnten eventuellerweise mit der Taya dann hier aus sicherer Entfernung den kleinen Myrmidonen ja ins Jenseits schicken. Den mit Lushina, den mit Sumia, beziehungsweise den mit Pallen am besten noch, den mit Selja, den mit Sumia, und dann stehen hier nur noch die zwei oben, die sich natürlich dann irgendjemanden schnappen werden. So, das ist aber, ja, ich riskiere es einfach mal, ohne viel darüber nachzudenken, ansonsten verbrauchen wir wieder ganz viel Paarzeit und das ist ja auch nicht unbedingt schön, wenn ich jetzt hier 20 Minuten sitze und mir überlege, was wir dann machen sollen. Wir stellen uns hier kackendreist in die Mitte. Ja, und metzeln einfach irgendeinen Gegner nieder, wobei der Greif... Was? Alter, hat der eine Reichweite? Guckt euch das mal an. 8. Hä? Hab ich denn... Achso, ich habe ihn hier noch markiert. Ich wollte gerade schon sagen, ey. Der würde dann natürlich hier noch an Taya drankommen, wenn sich Taya hier hinstellt. Möchte ich dann doch gerne unterbinden, indem wir ihn hier einfach jetzt und gleich vom Himmel schießen. Mit einem kleinen Feuerball. Und platsch. Da ist der Gegner das erste Mal getroffen und der kleine Linfan hilft mit. Wunderbar. Schön. Schön, schön, schön. Dann hat das ja auf jeden Fall schon mal funktioniert. Und dann wollen wir mal gucken, ob der Rest auch noch funktioniert. Und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe natürlich jetzt hier nicht großartig geguckt, aber ich hoffe einfach mal aus meiner Erfahrung heraus, dass das hier alles klappen sollte. Wir holen uns... Ha! Hätte ich ihn jetzt von hier aus angegriffen, hätte ich ja Taya den Platz geklaut und dann hätte sie den kleinen Myrmidone nicht mehr zerstören können. Weswegen wir uns mit Chrome hier hinstellen, ihn von hier vernichten. Und ja, hoffen wir mal, dass alles glatt läuft, ne? Ansonsten Pustekuchen hier, Pusteblume, Pustekuchen, ist doch auch egal. Käsekuchen, nein, einfach, Baum! Zack, auch der Gegner liegt endlich am Boden. Chrome hat zwar einiges an Schaden einstecken müssen, doch dafür bekommt er ein Level Up als Ausgleich. Von Level 7 auf Level 8, die KP, die Fähigkeit, die Geschwindigkeit und das Glück wurden um 1 erhöht. Und Glück können wir jetzt ganz gut gebrauchen. Ich spüre einen riesigen Unterschied. Schön. Schön, 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 dass das hier gerade noch so alles klappt. Wunderbar. Ah, und wir hatten natürlich auch noch Cordelia und Lonzu im Petto. Wunderbar. Novi könnte natürlich hier auch was bewerkstelligen, aber ich will Novi nicht unbedingt hier einfach den Drachen überlassen. Man kennt das ja, man kennt das ja. Wenn dann hier, weil Novi ist ja selber ein Drache und Drache und Drache sind gleiche Art und gleiche Art könnte Biologieunterricht hier. Ihr wisst schon. Nein, das war ein Witz. Nein, ich weiß nicht, was ich da habe. Entschuldigung! Ich bin so ein Depp. Ja, schaffen wir. Schaffen wir. Kein Problem mit der guten Taya hier. Und dann müssen wir Novi auch nicht der Gefahr ausstellen, weil ich weiß halt nicht, wie stark die Drachen sind. Das wollte ich eigentlich sagen. Und ja, Novi... Ja, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob sie das überleben könnte, aber bei der Taya bin ich mir ziemlich sicher, dass sie einen Drachen auf jeden Fall hier überlebt, weil das haben wir bei einem Drachen schon gesehen. So, die gute Cordelia kommt hier hin, würde den Myrmidonen leider nicht vernichten, der Lonzu auch nicht. Und ja, Pallen kommt bis noch dort oben, würde sie den Gegner hier... Ja, locker, locker, kein Problem. Warum frage ich eigentlich? Ja, dann möchte ich hier einfach drauf hoffen, dass wir ein Kritik... Ah, nee, Moment, wir nehmen einfach den Schnitter und das Problem hat sich in Luft aufgelöst. Zack! Mit dem Schnitter bei der Hand hat der Gegner keine Chance. Wow, das sah aber episch aus gerade. Wie die Cordelia den Lonzu einfach zur Seite geschubst hat. Da ist, glaube ich, der Lonzu ganz rot geworden, als eine kleine Frau in seine Nähe kam und ihn berührt hat. Wir kennen ja das kleine Problem von Lonzu, dass er gegenüber Frauen hegt. Aber vielleicht kann Cordelia sein Problem ja lösen und ihn ein wenig lockerer machen.
Ja, dann fliegen wir, denke ich mal, mit Pallen einfach hier hin. Zack, geben dem Gegner einmal direkt mitten auf die Fresse. Sag ich jetzt einfach mal so ungeniert heraus. Und zack, da ist er auch schon weg. Nicht mal den Hauch einer Chance hat er gehabt. Pallen kann auch aus 100 Metern mit ihrer Axt noch eine Fliege spalten. Würde ich behaupten. Will ich behaupten. Will ich meinen. Die gute Selja würde das natürlich hier packen. Würde aber vorher sterben. Weswegen wir auf die kleine Lushina wechseln, die hier ja viel bessere Chancen hat, wie ich denn finde. Das Rapier würde natürlich ausreichen, aber da das Dimensionsfeld hier unendlich ist und ich vielleicht noch auf einen kritischen Treffer hoffe oder auf die Unterstützung von Selja, die hier auch schon direkt agiert hat, ohne dass ich großartig etwas sagen musste. Und zwei Level-Ups für uns. Yay, von Level 10 auf Level 11. Die KP, die Stärke, die Geschwindigkeit und das Glück wurden um 1 erhöht. Yay! Oh, und ich habe den Text nicht vorgelesen, es tut mir leid. Und die gute Selja von Level 2 auf Level 3. Die KP, die Stärke, die Geschwindigkeit und die Verteidigung wurden um 1 erhöht. Ich würde sagen, ich habe mich verbessert. Ja, in der Tat. Ja, und dann ist ja hier nur noch die Sumia. Die könnte sich dann um den Drachen hier, glaube ich, kümmern. Machen wir das so, oder? Ja, auf jeden Fall. Nee, sie schafft's nicht. Sie schafft es nicht. Dann nehmen wir einfach die Silberlanze und hoffen auf Handy. Würde ich grob behaupten. Und zack, der erste Treffer hat gesessen. Henry greift mit an. Wunderbar, ganze 19 Schadenspunkte. Ich bin beeindruckt. Und Sumia haut nochmal einen kritischen Treffer raus. Worüber machte ich mir eigentlich nochmal ganz genau gerade Sorgen? Ja, unsere Hirten sind die Besten. Wunderbar. Verstärkung. Oh nein, da ist Verstärkung gekommen. Hilfe! Zack, Lin Fan beschützt seine Mutter. Oh, ein schönes Bild. Ich würde doch gerne hier einfach mal Fotos zwischendrin schießen. Aber gut, ich könnte natürlich auch pausieren, hätte aber dennoch kein Foto geschossen, das ich mir irgendwann in 100 Jahren nochmal angucken könnte. Lushina ist edel, wie sie ist ausgewichen. Will sich nicht hier mit Blut beschmutzen. Zack. Und hat den Gegner vernichtet. Sauber. Ein Level Up für sie! Von Level 11 auf Level 12, die KP, die Fähigkeit, die Geschwindigkeit, das Glück, die Verteidigung und die Resistenz wurden um 1 erhöht. Ich werde das Volk von Elisse beschützen. Wunderbar. Und hier wird die kleine Sumia angegriffen und oh, bekommt 11 Schadenspunkte und der Gegner trifft auch. Wie unverschämt von ihm, mach ihn fertig. Voll auf die Glocke, da hat er keine Chance mehr. Und unterliegt der Macht der Hirten. Und sie wird noch einmal angegriffen. Langsam wird's brenzlig. Viel Lebensenergie hat die Sumia nicht mehr, doch sie weicht elegant aus. Henry greift mit an und Sumia gibt ihm den Rest. Wunderbar. Es läuft doch alles super gerade. Ich kann mich nicht beschweren. Oh, 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 da kommt einer von hinten. Der ekelhafte Feigling. Zack. Aus der Entfernung. Oh, der macht... Oh, oh, der macht Schaden, Leute. Der macht auf jeden Fall Schaden. Nee. Sumia holt sich den Dieb, bevor er hier abhauen will. Schafft sie? Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt so lange drauf geguckt habe. Ich war irgendwie verblüfft. Schafft sie? Ja, schafft sie? Wo ist der Haken an der Sache? Beziehungsweise habe ich überlegt, wenn jetzt gleich nochmal Verstärkung kommt, haben wir halt die Arschkarte gezogen. Aber so ist das nun mal, ne? Erstmal hat hier der Gegner die Arschkarte gezogen. Ha. Yay! Wir haben uns das Item angeeignet und ja, die Truhe bleibt leider auf ewig verschlossen. Auf ewig? Nein! So, und hier haben wir noch so unseren kleinen Knubbel und da haben wir eigentlich doch genug Gegner, die hier den Gegner einfach vernichten könnten. Und Pallen bekommt wenig Schaden. Nehmen wir. Zack. Wow, das sah schmerzhaft aus. Oh, das auch ein wenig. Und der kleine Greifenritter, er steht noch. Aber das soll sich bald ändern. Wenn wir nämlich mit der guten Selja... Oh nein, oh nein, oh nein. Selja ist fast am Ende. Der gute Lonzu. 22. Oh, ganz knapp.
Wie sieht's mit der Cordelia aus? Ja, sie muss auf jeden Fall noch ein wenig trainieren hier. Taya auch ganz knapp. Und Chrome könnte es mit seinem Rapier schaffen. Erstmal mit Flächi hier ein klein wenig vor. Zack. Hätten wir das auch schon mal geregelt. Und mit einem Blick auf die Uhr sehe ich sogar, dass der Part wieder gegen Ende angekommen ist. Ich würde sagen, um die zwei verbliebenen Einheiten hier kümmern wir uns im nächsten Part. Wenn es dann heißt, wir haben die Mission dann endgültig abgeschlossen. Also, bis denn dann. Ciao!